Herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Der Herr Jesus Christus möge dich segnen und bewahren. Heute möchte ich eine Videoreihe starten über Marcel Krass. Ich glaube, der hat 10 Kapitel und ich beginne mit dem ersten Kapitel, mit dem Titel Warum Christ? Ihr werdet sehen, schon der Anfang ist schon peinlich und widersprüchlich und das Ende genauso. Also dieser ganze Vortrag in sich ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ihr werdet dann feststellen, weshalb. Er ist ein Muslim, aber redet so, ob er ein Atheist ist. Ja? Ihr werdet dann sehen, das, was er sagt, das trifft eigentlich eher den Islam. Und der Islam ist eine Religion, wie jede andere Religion auch. Ich werde euch jetzt das Video einbinden lassen, beziehungsweise ihr werdet das nur hören. Und ich muss mich auch bei jedem Zuschauer hier entschuldigen. Die Tage kommt, habe ich dann ein WLAN, somit, dass ich dann quasi vernünftiges Internet habe. Und wo ich dann etwas professionelle Videos mache. Ich hoffe, ihr könnt etwas trotzdem durch den Vortrag mitnehmen. Und das wünsche ich auch jedem Zuschauer und auch jedem Muslim. Gott segnet euch. Gesehen, dass das Christentum ungewöhnlich ist. Und zwar ungewöhnlich in der Hinsicht, dass derjenige, der diese Religion gegründet hat, selber gar kein Christ war. Und wir haben auch gesehen, dass es deswegen lohnen könnte, die gesamte Geschichte der letzten 2000 Jahre einmal zu hinterfragen. Sich vielleicht einmal die Frage zu stellen, ob das, was man da glaubt, tatsächlich die Wahrheit ist. Lass uns mal auf der Suche nach der Wahrheit machen. Also alleine schon der Anfang, was er hier behauptet hat, Marcel Krass behauptete, dass Jesus Christus neue Religion gegründet hat. Das heißt, er war ein Jude, ja, er war ein Jude, aber hat doch dann quasi das Christentum hervorgebracht. Also eine neue Religion, wie jede andere Religion auch. So behauptet er. Erstens, Jesus ist kein Muslim, er ist ein Jude. Und jeder Muslim behauptet, dass Jesus Christus ein Muslim ist. Er hat sich gerade hier selber widersprochen. Zweitens, selbst der Koran sagt, dass Jesus Isa, dieser Jesus im Koran, der Messias ist der Juden. Und die haben ihn abgelehnt. Drittens, mit welchen Behauptungen behauptet er, ohne die islamische Quellen zu zitieren? Ich werde jetzt mit dem ersten Punkt erstmal gehen. Hat Jesus Christus eine neue Religion gegründet? Überhaupt nicht. Denn das Alte Testament spricht ja über den Jesus Christus und er bestätigt sogar die Prophetien, was über ihn steht, wie zum Beispiel in Lukas 24, Vers 44 oder in Matthäus 5, Vers 17. Also er hat keine neue Religion gegründet, sondern die Menschen, die haben ihn abgestoßen. Selbst der Koran sagt das, Marcel Krass. Mit welchem Recht täuschst du eigentlich hier deine Zuschauer? Und vielleicht tust du vielleicht einfach nur so oder ich weiß es nicht, vielleicht weißt es du auch nicht, aber wenn du zum Islam konvertierst, solltest du die folgende Sure merken. Beziehungsweise du hättest das vorher aufschreiben sollen, bevor du dir so einen sinnlosen Vortrag eigentlich machst. Nichts gegen den Marcel Krass, sondern es geht einfach um seinen Inhalt dahinter und ihr werdet sehen, dass er total widersprochen ist, was er da behauptet. In Sura 2, Vers 87, Jesus ist der Messias. In Sura 3, Vers 45, Jesus ist der Messias. In Sura 3, Vers 55, Jesus ist der Messias. Gut, wenn er nicht der Juden der Messias ist, ja von welchen, wer, wo gehört er dann hin? Selbst in Sura 7 spricht Musa, also zwischen das Volk und Israel, so ähnlich wie in der Bibel aufzufinden ist. Und jetzt werden einige Muslime behaupten, ja, dass die Bibel ja verfälscht ist. Die ganze islamische Geschichte zeigt einfach nur, bis jetzt habt ihr keinen einzigen Beweis, überhaupt einen Fund in der Hand, wo die Bibel verfälscht ist. Wo sind die originale Schriftstück von der Tora und von den Djinn, wie der Koran das hergibt? Denn angeblich haben die Juden das ja, oder einige Christen haben ja die Schriften ja, von Al-Kitab ja, verfälscht. Wo ist dieser Schriftstück? Die Bibel ist das meistbestätigte Buch. Lasst uns mal weiterschauen, was mehr die Bibel dazu sagt. Also Marcel Krass in der zweiten Punkt hat er behauptet,
dass Jesus Christus eine neue Religion gegründet hat. Laut Sura hat er das nicht, sondern hat eigentlich nur das gesagt, was über ihn in der Tora steht. Das lesen wir wie zum Beispiel in Sura 43, Vers 63, in Sura 5, Vers 117, in Sura 61, Vers 6. Oder hier in Sura 4, Vers 157, Sura 4, 159, da geht es ja das Behauptung, dass sein eigenes Volk, also die Israeliten, ihn am Kreuz nageln wollten und taten es ja natürlich auch, weil die Bibel das ja auch bestätigt, aber Allah hat sie ja getäuscht. Also Allah hat die Menschen getäuscht und somit ist Allah quasi der Lügner, weil er leitet wen recht, wen er will und er geht in der Irre. Ja, und das ist wirklich sehr spannend, was jetzt gleich der Massekrass hier behauptet. Also, Jesus Christus hat keine neue Religion gegründet, ja, sondern der Koran sagt das auch, dass sein eigenes Volk ihn verstoßen hat. In Römer 11, Vers 11, durch Israel ist der Nation das Heil geworden. Hier geht es auch, dass Israel ja Jesus Christus verworfen haben. Und in Johannes 6 steht auch, dass eine Samariterin, eine Halbjüdin, gar nicht mit Jesus zu tun, beziehungsweise das war damals in das Volk dort, sollte man solche Halbjüden verstoßen und die gehörten nicht zum Heil Gottes. Und Christus hat ihnen das Heil zugesprochen. Wie zum Beispiel Matthäus 7 oder der Cornelius, der Hauptmann der Apostelgeschichte 10. Und wir werden gleich feststellen, dass Jesus Christus auch sich nicht als Christ genannt hat, sondern natürlich, er ist Jesus Christus, aber diese neue Zugehörigkeit hat er nicht den Namen gegeben, sondern er war ein Jude. Und wir lesen das zum Beispiel in der Geschichte von Apostelgeschichte 11, Vers 26. Da haben die erstes Mal wurden die Christen als Christen genannt. Also nicht von sich selber aus. Das ist erstmal die nächste Aussage. Ich lasse euch das Video jetzt hier einblenden und ihr werdet hören, was er noch zu sagen hat. Das wirkt natürlich die Frage auf, woran erkennt man die Wahrheit? Woran kann man Wahrheit überhaupt erkennen? Am Ende behauptet ja jede Religion, dass sie die Wahrheit wäre. Und die Religion Gottes muss man ja als solche erkennen können. Nicht zuletzt deswegen, weil von der Religion auch Konsequenzen im Jenseits abhängen. Auch das ist bei den meisten Religionen der Fall. Gott kann aber jetzt nicht eine Religion für die Menschheit vorsehen, ohne dass diese Menschen Kriterien haben, woran sie die Wahrheit erkennen können. Der Mensch muss in der Lage sein, zu erkennen, ob das, was er jetzt gerade glaubt, die Wahrheit ist oder nicht. Das ist eine Frage, die sich häufig in einem Gespräch mit einem Christen ergibt. Woher weißt du, dass das, was du glaubst, die Wahrheit ist? Was macht dich da so sicher? Und ich kenne die Top-Antworten. Die Antworten, die am häufigsten auf diese Frage gegeben werden, woran erkennst du, dass das, was du glaubst, die Wahrheit ist? Die häufigste Antwort ist, das ist ein Gefühl im Herzen. Das ist dieses sichere Gefühl der Überzeugung im Herzen. Und das glaube ich ihm sogar. Ich glaube, dass er dieses Gefühl hat. Allerdings sagen das auch Anhänger anderer Religionen. Dasselbe sagen auch eine ganze Reihe von Juden. Dasselbe sagen auch Hindus. Dasselbe sagen auch Muslime. Hier sehen wir auch, also man könnte diesen Vortrag, wie ich vorhin schon gesagt habe, als atheistisch schon im Vordergrund stellen. Ich weiß, was er hier damit aussagen möchte. So, zuallererst möchte ich ganz klar sagen, dass Jesus Christus gekommen ist, um die Blinden sehen zu lassen. Wir sehen auch im Koran selber, dass der Allah auch ganz klar, auch dieser Isa, ja, der angeblich Jesus ist, Wundern und Zeichen getan hat. Er bestätigte sich durch Wundern und Zeichen. Und was sehr bemerkenswert auch ist, dass Jesus Christus in Matthäus 7, Vers 36 ganz klar gesagt hat, dass unser Glaube nicht durch Wundern und Zeichen bestehen soll. Zum Beispiel, es gibt in der Endzeit falsche Propheten, die auftauchen werden und falsche Wunder bringen werden. Und das ist ja die größte Wunder, sehen wir auch im Islam. Der Islam hat überhaupt gar kein Wunder hervorgebracht, sondern faule Früchte. Und woran kann ich die Wahrheit erkennen? Wenn ich einen Menschen sehe, der Menschen, Frauen einfach gefangen nimmt, ja, oder wenn ich Frauen als Heirat nehme, zwischen 9 und 12 Frauen, wenn ich, ja, Menschen aufgrund der Tatsache töte, weil sie nicht glauben, ja, und weil sie nicht an den Islam glauben. Wir leben zum Beispiel im Banu Quraiza, wurden nach einem Tag zwischen 600 und 900 Leuten geköpft, weil sie den Mohammed keinen Glauben geschenkt haben.
Er ist nur ein deutlicher Warner, er ist kein Wunder und Zeichen, er ist auch ein falscher Prophet, das lesen wir auch in mehreren Suren gleich auch noch. In Sura 69 zum Beispiel, da geht es darum, dass Mohammed durch ein Gift, ja, sein Ader durchtrennt wurde. In Sahih al-Bukhari werde ich die ganzen Aussagen noch gleich hier unter dem Video hergeben, bestätigt auch, dass er ein falscher Prophet ist. Er wurde von einer Hexe verhext. Er hat seine Offenbarung wie ein Besessener bekommen. Ja, wir sehen, dass kein einziger Prophet in der Bibel, geschweige denn zwischen Musa und David, solche Aussagen hatte, dass er Offenbarung bekommen hat, wo aus seinem Munde Schaum gekommen ist. Und daran soll ich erkennen, das ist die Wahrheit im Islam. Also ich würde sagen, das ist für mich ein Besessener. Beleidige ich gerade euren Propheten? Sind eure Gefühle verletzt? Nein, sondern das, was ich sage, zitiere ich aus euren eigenen Quellen. Das haben die Menschen damals gedacht. Die Geschichte beginnt schon hier. Die Juden verlangten Wunder und Zeichen von Mohammed. Und immer wieder betonte er, es nur ein deutlicher Warner. Und dann sehen wir auch hier weiter, dass zum Beispiel die Bat Nadir, einer der größten Stämme damals in Medina, in Surah 59 ist das ganz aufgelistet. Die haben sich nicht nach Wundern und Zeichen ausgestreckt, sondern die haben sich ausgestreckt, wo Mohammed in der Bibel vorkommt. Wo steht das in den Schriften? Und die haben immer noch an ihren Schriften fest, also immer noch an die heutige Tora, und haben Mohammed abgelehnt. Ich lasse euch mal jetzt dieses Kriterium, was überhaupt der Glaube ist. Der Glaube besteht darauf, dass Paulus gesagt hat, alleine den gekreuzigten Jesus Christus verkündigen. Er hat weder Wunderzeichen oder sonst was hervorgebracht oder ihn nochmal betont, sondern alleine die Schrift. Alleine den gekreuzigten. Und das soll jeder Christ auch tun, weil alleine die Auferstehung und sein Kreuzlos, das sollen wir verkündigen. Und dann lesen wir auch in Lukas 2, da hat weder Jesus von Wundern und Zeichen gesprochen, sondern hat sich mit der Schrift selber bestätigt, wo Mohammed sich nicht mehr anhand der Schrift bestätigen kann, weil aufgrund der Tatsache, dass er weder in der Tora und weder im Evangelium vorkommt. Ich lasse euch den Vortrag heute einblenden. Heißt das, Ihre Religion ist für Sie auch wahr? Ist das jetzt das Kriterium, das Gefühl im Herzen? Kann das überhaupt das Kriterium sein? Würde Gott nicht einen Menschen in die Irre führen, wenn einerseits so viele Menschen von unterschiedlichen Religionen dieses Gefühl im Herzen haben? Die können doch nicht alle die Wahrheit haben. Ebenfalls eine häufige Antwort ist eine Vision. Ich hatte einen Traum. Mir ist Jesus im Traum erschienen und hat mir eine Botschaft gegeben. Ich glaube auch, dass das passiert ist. Und das Interessante ist, genau das Gleiche sagen die Leute von anderen Religionen. Genau die gleichen Geschichten hört man von Juden, Hindus und Muslimen. Kann das jetzt das Kriterium sein? Würde Gott nicht die Menschen in die Irre führen, wenn er Träume an so viele Menschen mit unterschiedlichen Religionen schickt? Ja, ihr habt ihn gehört, da gebe ich ihm vollkommen recht. Die Bibel sagt auch wenn ein Engel kommt und euch ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht. Die Bibel sagt, dass die Bibel vollständig ist. Die Bibel sagt, dass Träumer in der Bibel oder sagen, im Namen des Herrn spreche ich, also ein Prophet, und es trifft nicht ein, der soll laut Altem Testament gesteinigt werden. Aber wir leben nicht durch dem Gesetz, sondern wir leben in Gnadezeit. Bevor die Muslime jetzt gegen mich Videos machen, um zu sagen, ja hier mit Steinen oder sonst was, in Mekka gab es auch eine Zeit der Gnade. Und dann gehen wir weiter in der Zeit des Gesetzes in Medina. Ab da an zählen die Regeln, wie ein Muslim sich zu verhalten hat. Wenn du aus dem Alten Testament zitierst, wie ich mit Menschen umgehen soll, dann werde ich dir dann auch aus Mekka zitieren, dass du Alkohol trinken darfst. Genau die gleiche Weise. Hier behauptet er, dass nicht die Grundlage ist, wenn jemand träumt, damit er die Wahrheit quasi ja, gehört hat oder beziehungsweise zur Erkenntnis, zur Erleuchtung, wie auch immer. Wow. Ja, und wir lesen die gleiche Geschichte auch hier, wie überhaupt der Islam entstanden ist, durch einen Traum. Also durch eine, in Berg Hira, lesen wir in Ibn Ishaq, Seite 45, und seid gespannt, ich werde euch das vorlesen. Selbst der Gründer der Islam, Mohammed, was er behauptet hat, also wie er quasi ist dann quasi gegen Mohammed, weil er gesagt hat, dass dies nicht die Voraussetzung ist, dass man träumt und dass man das zum Erkenntnis der Wahrheit kommt, also zu Gott. Aber Mohammed hat das bekommen. Also wie passt das jetzt?
In Sura, ach Sura, das Ibn Nisa, Seite 45, das sind aus den islamischen Quellen, also es ist kein jüdisches oder kein irgendwelches Buch, was nicht ja, Lügenbuch oder wie auch immer die meisten sagen. Hier, ich werde zitieren. Als ich schlief, erzählte der Prophet später, trat der Engel Gabriel zu mir mit einem Tuch wie aus Brokat, worauf etwas geschrieben stand und sprach: Ikra, lies. Dreimal verleugnete er, dass er nicht lesen kann. Aber ich möchte mich wieder, ich habe mich vertan, ich gehe einen, ich lese mal mehrere Versen, damit ihr versteht. Da heißt es hier folgendes. Dann ging er nach Hause, auch in jenem Ramadan, in dem Gott ihn ehren wollte, in jedem Jahr, in dem ihn sandte, zog Muhammad wieder mit seiner Familie nach dem Berg Hira, um sich in der Einsamkeit der Gebet zu widmen. Und in jener Nacht, in der Gott ihn durch die Sendung auszeichnete und sich damit den Menschen erbarmte, kam Gabriel zu ihm. Also wir sehen hier, dass die Bibel damals vollständig war. Muhammad hat es nicht gepasst, an diesen gekreuzigten Jesus zu glauben. Wir sehen auch, wie die ganzen Geschichte auch hier, wie Buddhismus und wie auch immer, die machen sich irgendwo auf der Suche, weil die sich nicht mit dem Verstand das nicht vereinbaren können. Dann lesen wir hier, und in jener Nacht, in der Gott ihn durch die Sendung auszeichnete, damit der Menschen erbarmte, kam Gabriel zu ihm. Das ist erstmal ein wichtiger Bestandteil. Erstens, ein Engel kam, der behauptete, es sei Engel Gabriel. Wir werden gleich sehen, dass es nicht Engel Gabriel war, sondern ein Dämon. Zweitens, als ich schlief, also hat er das geträumt, er hat geschlafen. So erzählt er, der Prophet später, trat der Engel Gabriel zu mir mit einem Tuch wie aus Brokat, worauf etwas geschrieben stand und sprach, lies. Dann behauptete er, ich kann nicht lesen. Also dreimal behauptete er, ich kann nicht lesen. Dann heißt es hier weiter, so dachte, es wäre mein Tod. Da ließ er mich los und sagte wieder, lies. Ich kann nicht lesen, antwortete ich. Und wieder würgte er mich mit dem Tuch, dass ich dachte, ich müsste sterben. Und als er mich freigab, befahl er erneut, lies. Und zum dritten Mal Antwort, ich kann nicht lesen. Also welcher Engel kommt zu einem Propheten und erwürgt ihn und der Prophet denkt, ich sterbe jetzt. Das kommt nur von einem Dämon und nicht von einem Engel. Das finden wir nirgendwo anhand der Bibel, dass ein Engel zu einem Menschen gekommen ist mit so einer Botschaft. Weder von Mosa, oder von David oder sonst was. Nur ich in der Geschichte 600 oder 700 Jahre später dahinter begegnet Mohammed in Traum so eine Sache und seine Bestätigung bestätigt man durch nur zwei Personen, von Khadisha und von Waraka ibn Nawfal, der angeblich ein Christ geworden ist. Dazu möchte ich jetzt nicht mehr erläutern, sondern ich lasse jetzt weiter Marcel Krass. Jedenfalls eine häufige Antwort ist, ich habe ein Wunder erlebt. Eine Krankenheilung. Ich war unheilbar krank, ich hatte Krebs im Endstadium, ich habe ein Gebet gesprochen, ich habe zu Jesus gebetet und ich wurde geheilt. Und das glaube ich. Ich glaube eben, dass das genauso passiert ist. Nur genau das Gleiche passiert auch den Leuten von anderen Religionen. Ganz allgemein wurde mein Gebet erhört. Ich habe ein bestimmtes Gebet gesprochen, ob es jetzt eine Wunderheilung war oder eine Prüfung im Studium oder sonst eine schwere Situation in meinem Herzen. Ich habe ein Gebet gesprochen und das wurde erhört. Und dasselbe sagen die Leute von anderen Religionen genauso. Er behauptet, alle anderen Religionen haben Wundern und Zeichen. Die Bibel, habe ich ja vorhin gesagt, dass die Bibel ganz klar sagt, dass auch der Teufel auch Wunder und Zeichen hervorbringen kann. Das lesen wir auch in der Geschichte zwischen dem Pharao und Mose. Aber wir sehen am Ende, dass Gott der natürlich der Stärkere ist, ja, und hat ihn ganz klar gezeigt, dass der Gott, der allmächtig über allen Religionen ist. Zuerst mal alle Frage, lieber Marcel Krass, hast du dich überhaupt beschäftigt, was überhaupt Religionen sind? Religionen haben immer irgendetwas mit Gegenständen zu tun. Kaaba ist ein Stein, du musst dorthin gehen einmal im Leben oder wie auch immer. Du hast deine Pflicht, du musst fünfmal am Tag beten. Die Buddhisten genauso, die machen siebenmal, die haben ihre Regeln, die müssen zum Tempel. Ein Hindu zum Beispiel, der muss am Gangas dort sterben oder sich dort waschen, kilometerweiten Meilen. Und das sind immer wieder Religionen. Und da muss ich immer feststellen, dass er, was er behauptet hat, woran erkennt man die Wahrheit, also beziehungsweise woran erkennt man die Religion. Bei Jesus Christus ist keine Religion, weil Jesus Christus persönlich zu uns gekommen ist und gesagt hat,
kommet alle zu mir, die mühselig beladen sind. Er sagt erstmal, kommet alle zu mir. Und die Religionen sagen dir, du musst zu Gott erstmal gelangen. Das heißt, man hat überhaupt gar keine feste Bestandteile, ob man vielleicht im Himmel kommt oder nicht. Ja, der Erfinder, der Buddha meinte am Ende, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Mohammed selber sagte in Sura 46, Vers 9, dass er ein Sünder ist, ja, dass er nicht weiß, ob er im Himmel kommt, aber trotzdem die Nachtreise erlebt hat. Wir sind viele Widersprüche auch selber im Islam. Wir sehen in der, was Jesus Christus gesagt hat, ein fester Versprechung. Und er sagte, kommet alle zu mir, die mühselig und beladen sind, denn in meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen. Religionen sind von Menschen, wie genau der Islam auch. Ja, Buddha hat eine Erleuchtung gehabt, wie auch immer. Mohammed genauso eine Erleuchtung gehabt. Und 40 Jahre oder später denkt man, er ist auf einmal ein Prophet. 23 Jahre lang hat er dort Mord. Und die Geschichte zeigt einfach von Mohammed die ganze Blutlinien. Und ich würde diesen Propheten ablehnen, der meine Familie abgeschlachtet hat, weil ich nicht an diesen Islam glaube. Ich lasse dich mal weiterführen. Ich habe schon einmal mit einer Dame diskutiert. Und sie sagte mir, ich habe ein Gebet gesprochen, Gott möge mir die Wahrheit zeigen. Und ich habe ein Buch aufgeschlagen, was ich sonst eigentlich nie in die Hand nehme. Und ich habe dort einen Vers aus der Bibel gefunden. Und das hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass das die Wahrheit ist. Und interessanterweise hatte ich ein paar Tage vorher genau die gleiche Geschichte gehört von jemandem, der aber bei einer anderen Religion gelandet ist. Und es gibt auch welche, sie denken, das ist die Wahrheit, weil es bestimmte wundersame Erscheinungen gibt. Es gibt angeblich irgendwo auf der Welt Statuen von der Jungfrau Maria, die anfangen zu weinen. Sowas habe ich schon mal gehört. Er hat das gehört, aber nicht in der Bibel gelesen. Das finden wir nirgendwo in der Bibel mit Statuen oder wie auch immer. Er ernährt sich von Menschen, die selber überhaupt keine Ahnung haben von der Bibel. Und er nimmt die Argumente, um uns dann quasi vorzutäuschen. Wir Christen haben quasi eine falsche Religion. Aber ich habe überhaupt keine Religion. Wir Christen haben keine Religion, sondern wir haben den lebendigen Gott. Weil wir Menschen haben die Welt nicht gemacht, ja, sondern wir sind reingeboren und irgendwo gibt es dort einen Schöpfer, der uns ganz klar gesagt hat, wer das ist, und das ist Jesus. Ich lasse euch jetzt das Video weiterhin. Und interessanterweise findet man das auch in anderen Religionen. Ich habe vor ein paar Jahren in der Zeitung gelesen, da wurde in Indien behauptet, dass die Hindus in einem ihrer Tempel eine Göttin gefunden haben, die Milch trinkt. Eine Götzenstatue, sie stellen davor Milch hin und sie trinkt die. Können diese Dinge deswegen Kriterien? Können das alles Wege sein, wie man die Wahrheit findet? All diese Dinge findet man ja auch woanders. Die Dame, die dieses Gebet gesprochen hat und diesen Vers gefunden hat. Bleiben wir erstmal hier stehen. Er behauptet, auch in jeder Religion findest du auch die gleichen Sachen. Welcher Mensch ist auferstanden und hat die Welt komplett verändert, hat das auf den Kopf gestellt? Weder Buddha ist tot, Mohammed ist tot. Ja, dazu werde ich noch gleich kommen. Er wurde durch eine Jüdin vergiftet, was die Schiiten glauben, erstmal nebensächlich, sondern ich spreche erstmal über die Sunniten. Ein paar Jahre später ist er dann verstorben. In Sura 69 spricht sogar der Koran, dass jemand durch ein Herzader durchschnitten wird und dass es dann ein falscher Prophet ist. Und dieser As-Sahih ist authentisch, dazu werde ich noch kommen. Wir sehen auch, die Geschichte auch zeigt einfach auch hier, dass die ersten, die Sahaba-Leute, also Omar, der zweite Kalif, nicht glaubte, dass Mohammed gestorben ist. Ja, und er hätte dann auch den Menschen den Kopf abgemacht, wenn jemand gesagt hat, Mohammed ist gestorben. Der Abu Bakr hat ihn dann kritisiert. Und Abu Bakr sagte, dass Mohammed nicht Gott ist, denn Gott stirbt nicht. Und wir sehen, dass Jesus Christus nicht gestorben ist. Wie er selber sagt in Offenbarung 21, von Vers 6 bis 10, er spricht, ich bin sein Gott und er wird mein Sohn sein. Das heißt, er sagt ganz klar, er ist Gott selber, Alpha und der Omega. Wir sehen ja, der Alpha und der Omega ist auf Griechisch noch mehr ein fester Bestandteil eines Gotteswesens. Das lesen wir auch im Alten Testament. Also somit ist Jesus keine Religion. Kann man das vorstellen, dass alle die Menschen in der Irre führt? Selbstverständlich.
Wir sehen hier, dass er behauptet, dass Gott nicht in der Erde führen kann. In Sura 2, Vers 6, Sura 2, Vers 7, Sura 5, Vers 25, Sura 5, Vers 41. Er, Allah, führt die Menschen in der Erde. Und danach heißt es später in Sura 5, Vers 60, verwandelt er die Juden zu Affen und Schweine, weil sie nicht an Jesus Christus, aber an Allah geglaubt haben. Also er versiegelt der Menschen das Herzen, damit die nicht zum Glauben kommen. Und jetzt werden einige wieder das Alte Testament angreifen und behaupten, ja, dazu werde ich noch ein paar andere Videos noch machen. Aber hier geht es nur um Marcel Krass, seine Aussage. Die Quellen habe ich da. Und Marcel Krass, du bist ein Irrgeleiteter. Du behauptest Sachen, wo du überhaupt gar keine Ahnung hast, was der Koran überhaupt spricht. Er widerlegt sich die ganze Zeit selber. Ne? Ich bestätige eigentlich nur das, was er sagt in seinem Koran. Ja? Das ist Fakt. Gesagt, dass man die Wahrheit daran erkennen wird, dass eine Statue anfängt zu weinen. Dass man ein Gebet spricht und ein Buch aufschlägt. Dass man eine wundersame Krankenheilung erfährt. Wo ist das als Kriterium festgelegt? Ich kann mir auch eigene Kriterien machen. Ich kann mir einen Würfel nehmen und sagen, das ist jetzt mein Kriterium für die Wahrheit. In der Zahl von 1 bis 5, alle 5 großen Weltreligionen. Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus. Meiner 6 würfel ich nochmal. Gott zeigt mir die Wahrheit. Ich werfe 5. Was war 5? Buddhismus. Ist das jetzt die Wahrheit? Kann ich mich jetzt anschließend darüber beschweren, dass Gott mich in die Irre geführt hat? Gott hätte doch den Würfel anders führen können. Er hätte doch den Würfel so legen können mit genau der richtigen Religion. Gott hat das aber nie als Kriterium vorgesehen. Gott hat doch nie gesagt, würfel die Wahrheit aus. Es ist nicht Gott, der die Menschen in die Irre führt. Es sind die Menschen, die sich in die Irre führen. Gott hat für den Menschen von Natur aus die Dinge vorgesehen, um die Wahrheit zu erkennen. Wer braucht diesen ganzen Hokuspokus nicht? Und man erkennt das daran, wenn man sich betrachtet, wie der Mensch im Unterschied zum Tier erschaffen wurde. Der Mensch von seiner Natur aus hinterfragt Dinge. Er akzeptiert Sachen nicht einfach so. Tiere machen das nicht. Das Pferd auf der Wiese zum Beispiel, wenn es eines Morgens aufwacht und da ist jetzt ein nagelneuer Stall auf der Wiese, das wird sich nicht die Frage stellen, wo kommt der Stall her? Was soll das? Warum hat denn da jemand hingestellt? Nein, das benutzt einfach den Stall. Den kann man in der nächsten Nacht auch wieder abbauen. Dann hat das Pferd halt keinen Stall mehr. Aber das hinterfragt die Dinge nicht. Ein Mensch ist gar nicht so. Wenn ein Mensch morgens aufwacht und stellt plötzlich fest, direkt an seinem Haus wurde ein Zimmer angebaut über Nacht. Der geht nicht einfach rein und benutzt das Zimmer. Der forscht erstmal nach, warum ist jetzt das Zimmer? Wer hat das gemacht? Das geht doch gar nicht. Der Mensch hinterfragt Dinge. Ja, lass uns mal schauen, was ein Tier ist. Also ein Mensch, der nicht nachfragt, was der Sinn des Lebens ist, da gebe ich Ihnen recht, dann ist er nicht besser wie ein Tier. Denn ein Tier, wie zum Beispiel ein Pferd, der arbeitet und fragt nicht Dinge. Aber was ich hier damit sagen möchte, ist das Folgendes. Ich gehe erstmal auf seinen anderen Argument. Er hat behauptet, dass irgendwas mit Gegenständen wie Hindus oder wie Maria oder wie auch immer. Aber was beinhaltet eigentlich die Kaaba? Was sagt eigentlich die Kaaba damit aus? Ich weiß nicht, ob dieser Masterclass sich wirklich damit beschäftigt hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Denn die Kaaba, dieser Stein, sagt, dass dieser Stein dir deine Sünden vergibt. Das heißt, du gehst einmal im Leben oder zeigst auf diesen Stein, küsst diesen Stein und dieser Stein wurde schwarz aufgrund der Tatsache durch die Sünden. Also hier sehen wir auch, dass Buddhismus, Hinduismus kein Vergleich ist, ja, um dann zu behaupten, dass der Islam solche Dinge nicht spricht oder quasi nicht aussagt und keine Regel vorhanden ist. Lesen wir im Neuen Testament zum Beispiel. Da haben wir weder Gegenstände oder sonst was. Denn der Jesus Christus sagt, ich werde bei euch alle Tage sein und bis zum letzten Tag. Und das heißt, ich kann überall beten. Ich muss nicht in irgendwelche Richtung beten, um dort einem Mekka, einen Stein, Entschuldigung, zu huldigen. Also hier sehen wir auch, dass Marcel Krass meint, woran erkennt man die Wahrheit? Also Mohammed selber, ich will ihn nicht beleidigen, hätte ihn ganz klar entweder geköpft oder hätte ihn über ihn als Takfir, also ein Muslim sagt, ein Muslim als Abfall im Islam. Denn er behauptete,
Weil Mohammed sagte, dass die Kaaba ein heiliges Ort ist und dort muss man einmal im Leben gehen. Ja, und dort ist für jeden Muslim eine Pflicht, dort Richtung Mekka zu beten. Er behauptete, das ist nicht die Voraussetzung. Aber Mohammed hat das doch gesagt, dass man diese im Islam auch zu den fünf Säulen gehört. Dass man fastet, ja, fünfmal am Tag betet, dass man Hatsch macht, ja, und er behauptet, dass der Islam davon anscheinend nicht spricht. Und natürlich ist das nicht die Voraussetzung, dass du von den Gefühlen geleitet wirst, ob es richtig oder falsch ist, welche Glaube ich habe. Sondern wir Christen glauben nur allein die Schrift, ja, und die Bibel sagt ja, ich bestätige mich durch das Wort allein. Und davor habe ich eigentlich schon die Frage beantwortet, zwischen und Wundern und Zeichen, was sich damit auf sich hat. Ich werde euch jetzt das Video weiterhin, in ein paar Minuten ist das dann fertig. Der Mensch hat deswegen auch schon immer in seiner Geschichte das Universum an sich hinterfragt. Wo kommt das alles her? Wer hat das hier gemacht? Und noch eine Sache ist interessant, der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier. Ein Mensch hat ein Selbstbewusstsein. Er ist sich seiner selbst bewusst. Nicht Selbstbewusstsein im Sinne von Stärke und Mut. Selbstbewusstsein bedeutet, dass er realisiert, dass er existiert. Ein Tier tut das gar nicht. Wenn ein Hund in einen Spiegel schaut, der reagiert, als würde er einen fremden Hund sehen. Weil er sich gar nicht darüber im Klaren ist, dass er das selber ist. Dass er Teil von dieser Umwelt ist. Der Mensch ist nicht so. Der Mensch weiß selber, dass er existiert. Der Mensch weiß, dass er eine Vergangenheit hat und dass er eine Zukunft hat. Deswegen hat der Mensch sich auch schon immer gefragt, woher komme ich und wohin gehe ich. Der Mensch ist so konstruiert. Deswegen hat der Mensch sich zu allen Zeiten in seiner Geschichte auf die Suche gemacht. Und hier, also er nimmt immer diese Vergleiche mit diesen ganzen Tieraspekten. Ja, es gibt einen super Vergleich, das lesen wir in Johannes 10. Denn Jesus ist der gute Hirte und der Wolf, ja, ist der Teufel. Und die Hirten, die Schafe fliehen von diesem Wolf. Wir sehen das auch bei Mohammed, beste Beispiel dafür, dass er ja von Medina aus bis nach Ägypten oder bis zu diesem König Heraklius einen Brief geschrieben hat und das ist immer noch in, ich glaube in, boah, wo war das nochmal? Ich weiß nicht ganz genau wo, auf jeden Fall in ein islamisches Museum. Dort heißt es Aslim Taslim, Islam Anim oder der Tod. Die Menschen fürchteten sich, ja, und somit sind die zum Islam konvertiert. Die Geschichte zeigt es auch in das Leben des Propheten Ibn Ishaq steht, als Mohammed gestorben war, sagte Aisha, jetzt werden die Menschen aufstehen und den Islam verlassen und werden über ihn spotten. Ja, weil er die gezwungen hat, weil die ihn Angst hatten von diesem Mohammed und deswegen wollten die nichts mit Islam zu tun haben. Die Tatsache ist, dass der Islam bis nach Spanien vorgedrungen ist. Mohammed sagte mir wortwörtlich, ich bin ein Prophet geworden durch Eroberungen. Also ein Tier würde flüchten, wenn ein, zum Beispiel die Schafe, die erkennen die Stimme des Hirtens und wenn ein Fremder kommt, die würden flüchten. Und da sind die Menschen, hatten Angst gehabt und sind zwangsweise konvertiert worden. So lautet die Scharia, entweder Jizya in Surah 9,29 oder Surah 9,5. Da heißt es, Vers des Schwertes, Ibn Kathir sagt folgendes, entweder den Islam annehmen oder mit dem Tod. Das heißt, die Götzendiener sollen bekämpft werden. In Surah 2, Vers 291, bekämpfe nur die dich bekämpfen, das heißt nur in dieser Moschee, an den heiligen Orten, sollst du sie nicht angreifen, sondern wenn die dich angreifen dort, dann kannst du sie bekämpfen. Das sagt dieser Vers aus und Ibn Kathir bestätigt das auch ganz klar. Lassen wir uns das wieder einblenden, in ein, zwei Minuten ist das fertig. Er wollte wissen, wofür ist das Ganze da? Wo führt das Ganze hin? Wer hat jetzt die Antwort? Wer liefert Antworten auf die Frage, was das Ganze hier soll? Das ist doch die Religion. Religionen liefern Antwort auf diese Frage. Und so macht der Mensch sich auf die Suche. Und es könnte ja sein, dass er jetzt einen Hindu trifft und ihn fragt, sag mir mal etwas über Gott, über diese Geschichte, über die Schöpfung, was das Ganze hier soll. Erzähl mir etwas von deiner Religion. Du glaubst ja, dass du die Antwort hast, okay, ich möchte mir diese Antwort anhören. Dann sagt der Hindu vielleicht, okay, kein Problem, ich erzähle dir mal eine Geschichte von Gott. Und dann erzählt er. Und das ist eine authentische Geschichte, die gibt es tatsächlich nicht im Hinduismus. Der Hindu erzählt ihm dann, Gott ist eines Tages mit seiner Frau in einem Wald in Indien spazieren gegangen. Und da kam ein Dämon. Einen Moment. Oh.
wieder da, ich mache jetzt wieder auf Play. Ich habe hier das Buch von Tafsir ibn Kathir, bevor einer sagt, ich glaube Blödsinn, ne? Und hat seine Frau entführt. Und Gott hat das natürlich nicht gefallen. Der wollte seine Frau wiederhaben. Der hat jetzt den Affengott beauftragt, seine Frau wiederzuholen. Der Affengott baut eine Brücke von Indien nach Sri Lanka. Da war nämlich die Frau gefangen gehalten. Der braucht 12 Jahre dafür für die Brücke. Geht über die Brücke und versucht, die Frau wiederzukriegen. Was ist, wenn jemand dir so eine Geschichte... Was ist, wenn ich jetzt Marcel Kass erzählen würde, dass es eine ähnliche Geschichte im Islam gibt? Beispielsweise, es gibt ein authentisches Sahih, dass sogar Affen einen anderen Affen gesteinigt haben, auf und wegen Geschlechtsverkehr. Das sagt der islamische Quellen. Oder, dass Menschen zu Affen und Schweine verwandelt wurden, was ich vorhin auch schon gesagt habe, in Sura 5, Vers 60 und anderen Suren auch. Würde das jetzt ein Mensch glauben von heute? Also der Diplom-Ingenieur, der ist ja zum Islam konvertiert, kann man das mit seinem Verstand vereinbaren? Würde das gehen? Es würden einige, ja, aber Gott ist doch allmächtig. Ja, Gott ist allmächtig, dass dieser gekreuzigte Jesus auch freiwillig am Kreuz gegangen ist und wieder auferstanden ist. Ich habe hier ein Tafsir von Ibn Kathir. Das ist eine Auslegung im Koran. Stell dir mal vor, einer würde euch erzählen, dass im Himmel Sex gibt, dass Jungfrauen gibt, dass du Alkohol bekommst, ja, schöne, vollbusige Menschen, also Frauen es gibt und dort kannst du dich austoben, was du hier nicht machen konntest. Das heißt, hier ist alles verboten, aber in einem himmlischen Himmel im Koran, ja, im Islam gibt es Sex und Alkohol ohne Ende. Und dieser Tafsir finden wir in Sura 78, Vers 33. Hier sagt er Folgendes. Das finden wir ja die islamische Quellen, also nochmal für alle hier. Ich zitiere einfach nur. Da heißt es in Vers 32 und 33, dies bedeutet, Jungfrauen mit vollen Brüsten, Ibn Abbas, Mahaid und andere haben gesagt, prächtige Vollbusen. Dies bedeutete runde Brüste. Damit meinen sie, dass die Brüste dieser Mädchen vollgerundet und nicht hängen sein werden, weil sie Jungfrau sein werden, gleichartig. Dies bedeutet, dass sie nur ein Alter haben wollen. Also wenn ein Mensch auf der Suche ist nach einem Gott und jemand würde ihm das erzählen, der würde sagen, ja Moment mal, ja, dann kann ich das auch hier machen. Was ist jetzt der Unterschied jetzt? Und er ist der feste Überzeugung, dass es die, kann das sein? Woher willst du erkennen, dass das die Wahrheit ist? Oder ob das überhaupt die Wahrheit ist oder nicht? Und das ist eine dritte außergewöhnliche Eigenschaft, die der Mensch im Gegensatz zum Tier hat. Der Mensch kann logisch denken. Ja, dass man alle Affen in Schweine verwandelt hat, das ist logisch, ne? Der Islam sei ja so logisch, ich habe das jetzt hier zitiert, die Jungfrau und Sex im Himmel, alles Mögliche, das ist logisch. Nur das ist logisch, ja? Also das soll mir bitte dieser Diplom-Ingenieur mal bitte eine Formel aufschreiben, wie das alles funktioniert. Wie überhaupt Gott, islamischer Gott, ein Stein Sünden vergibt und alles Mögliche, weil der Islam sei ja so logisch. Das, was jetzt hier passiert, ich werde den Vortrag hier beenden. Danach, diese paar Minuten, sind nichts Besonderes. Es gibt immer nur Beispiele. Und genau, ich wünsche dir Gottes Segen. Der nächste Vortrag über Masterclass wird dann folgen. Und ich hoffe auch über Livestream, damit jeder live dabei seid. Gott segnet euch und bewahre euch. Der Herr Jesus Christus ist der Herr und ist Gott. Er ist auferstanden. Und möge Masterclass zu Jesus Christus kommen, sonst wird er in der Hölle kommen. Wie jeder andere Muslim auch und jeder Atheist oder wie auch immer. Der Herr Jesus Christus gebührt alle Ehre. Shalom.